Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei GTA Online. Und das kam gerade ein bisschen überraschend, glaube ich. Und wieso ist das Spiel eigentlich so laut? Ich muss das hier gerade mal ein bisschen so. Mal so ein bisschen leiser machen, ne? So, wir haben wieder die Tine mit am Start und natürlich auch Luca Dora. Hallo. Ihr könnt euch jetzt selber aussuchen, wer ist. Also ich bin der Luca Dora, hallo. Siehst du? Ja, na. Und der Luca Dora laggt, yay! Echt? Ja, so leicht. Oh. Kommt davon, wenn man in Afrika im Dschungelwald lebt, Alter. Bambus hinter. Im Dschungelwald, genau. So. Und ich bin gerade an einer Militärbasis, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe einen Jet. Oh. Und sehr vielversprechend. Na, Marvin, auch abgeschissen? Extra gemacht. Der Marvin ist nämlich so ein kleines Schisser. Alter, Luca. Ja. Move dir mal runter in den Low Quality Channel. In den Middle Quality Channel. Hallo? Muss ich mich halt selber drum kümmern, weißt du? Man wird ja hier nicht gemuft. Hallo! User joined your channel. User was moved to your so. Haben wir es jetzt wieder? Jetzt ist die Datei angekommen, jetzt haben wir es. Ah, schön! Ja, wir können auch hier bleiben, ist jetzt egal. Was machen wir denn heute? Lasst uns Bomben bauen. Alter, wieso? Und Tine in die Luft jagen. In die Luft jagen? Oh Mann, ich bin nicht Heli kaputt. Alter. Was denn? Bist du noch ganz knufte? Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, machen wir nochmal eine Kehrtwende. Oh, das schöne Pisswasserbier. Das ist natürlich nicht schön. Hey, lass den Pisswasser-LKW ganz, den will ich haben. Aber der überfährt mich jetzt. Oh. Oh Gott. Nein! Wow. Ich sehe euch gar nicht irgendwie. Woran liegt das nur? Wo? Ah! Eiskalt gekillt. So. Ach, da seid ihr. Irgendwo. Vorsicht! Ich weiß jetzt nicht, wer ist, aber es ist mir eigentlich egal. Ich sitze im Auto, er am Strand. Er am Strand? Ja. Barrikaden sind für Noobs, Alter. Kann ich dich eigentlich auch anvisieren? Gott sei Dank nicht. Nicht? Aber ich kann in deine Richtung schießen. Oh, das ist nicht sie. Ich mach dir mal die Straße frei. Ja, sehr schön. Wie ist es eigentlich? Ich hätte gerade mal eine geile Challenge. Jetzt erzähl. Ja. Kann man mit den Jets durch den Tunnel fliegen? Fliegen, nicht fahren. Wenn du die Straßen absperrst und das richtig anstellst, bestimmt. Also dir würde ich jetzt weniger zutrauen. Das wäre eine verdammt geile Challenge, Alter. Wow! Scheiße. Du hast mich noch gesehen, oder? Ja. Ich bin so neben dir eingeschlagen. Alter, diese Mistpisser vom Polizisten hier. Ich will doch nur in die Militärbasis rein. Wie wäre es denn, wenn wir das mal probieren? Das können wir tun, mein lieber Henry. Ja, machen wir mal ein bisschen Überlänge. Na, ich kann kein Meriwether-Helikopter mehr rufen. Die sind jetzt böse auf mich, weil ich den
Piloten gekillt habe. Tja, das kommt davon. So, dann also in der Militärbasis werde ich nicht lange überleben, weil die Cops hinter mir her sind. Die Cops. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Ich möchte mal einen Comet, danke. I'll bring it to you. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sperren die Straßen mal ab. Einer postiert sich vorne und einer hinten am Tunnel und, wer kann denn gut fliegen? Ich? Ja, das sagst du jetzt auch nur so. Nee, fliegen kann ich wirklich. Ja, das sagen sie alle. Ja. Alter, Mechaniker, jetzt bleib stehen, danke! Hast du eine Delle in mein Auto gemacht? Arschloch. Plan ist, wir fliegen, / fahren jetzt in die Militärbasis, richtig? Ich hab schon einen. Ich glaube, wir beide sollten dann einen Bus besorgen. Alles klar, ich habe einen. Ich habe nur 4 Sterne, ich sollte erstmal die Cops loswerden. Ich kann mir einen Bus liefern lassen. Jo, mach ich. Wie denn? Von Pegasus? Ja, aber gut, da mussten ja auch abholen, ne? Ja. Ja, wenn wir einen Cargo abholen und die Busse hierher fliegen. Das ist ja doof. Hat ja jemand noch einen ganzen Jet? Meiner qualmt schon. Nö. Der hat sich so ganz unbeschadet überstanden. Ich ruf mal Pegasus an. So, warte. Oder war... Maniac. She's a maniac. Maniac. On the floor. Hab ich gerade irgendwie so ein... Ohrwurm von. Keine Ahnung warum. Der Ohr gewurmt. Badumts. Badumts. Oh Gott, der war schlecht. Mach das nie wieder. Oh. Ich kann mir diesen Shuttlebus holen. Internet. Ich hab den Bus geholt, ne, der heißt Bus. Der stand ehrlich so bei Pegasus Bus. Ich glaube, der ist richtig, oder? Können hinkommen, ja. Ich bin hier Shuttlebus. Wo ist denn die nearest Location? Ach, hier oben gleich. Okay. Okay, ich lande jetzt mit einem Jet auf dem Militärgelände, um mir einen neuen Jet zu holen. Läuft. Hilfe. Ja, du holst den neuen Jet und versuchst erstmal die Cops loszuwerden. Das wäre erstmal gut. Also, das Lustige ist, ich bin jetzt auf dem Militärflugplatz, habe aber kein Wanted bekommen. Ja, das dauert ein bisschen. Weil ich den Jet habe, wa? Keine Ahnung. Marvin, deiner wird auch da hinten hingeliefert, ne? Bei der Militärbasis, kurz davor so. Ja, glaub schon. Alles klar, jetzt habe ich so ein Militär-Heini erschossen. Direkt 4 Sterne, so wie es gehört. Komm. Mach auf den Kasten. Was? Das kannst du doch nicht machen, Marvin. Du kannst doch keinen Gängangriff starten. Die ficken dich. Nicht nur jetzt, sondern dauerhaft. Ich fick dich auseinander. Ich glaube, das ist mich einfach. Hallo. Alles klar, Jet gesichert. Oh. Lande mal in Sandy Shores so lange. Dann rufen wir dich. Also ich hab nur einen kleinen Marvin, ne? Das ist nichts Neues. Oh. Ich gette ja schon out of here. Flipp mal nicht aus, Alter. Ich mach mal einen Übungsflug. Das hört sich nicht gut an. Ja! Geschafft! Ich bin gerade mal eben unter der Brücke durchgeheizt. Okay. Unter dieser Autobahnbrücke vor der Militärbasis. Ja, das ist ja keine Herausforderung. Der Tunnel, das ist die Herausforderung. Das stimmt. Michael, ich wette mit dir, du schaffst das nicht. Ich wette. Ja. Definieren von euch 5 Euro, wenn ich es schaffe. Das ist euch nur klar, ne? Arsch. Ja, das kriegen wir hin. Mit Henry. Henry sagt, du schaffst es. Ich nicht. Also wenn er...
Wenn du es nicht schaffst, dann 5 Euro. Hm. Ich bin direkt hinter dir. Würde ja gern landen, aber ich hab Wanted's. Sandy Shores. Ja, dann mach doch, Ich kann in Sandy Shores nicht landen, während ich Wanted's habe, ne? Mach doch Lester, Fahndungslevel entfernen. Die Idee ist eigentlich gut. Ach, Fresse. Marvin, du bist doch sehr leise eingestellt. Ich glaube, ich hab da was verkackt. Oh, gut. YOLO. Stell mich lauter. Schrei halt. Dann streckt meine Mami. Das glaube ich ihm sogar. So, wie kommen, wir denn jetzt hier hoch? Ja, wir müssen den kompletten Strand umfahren. Nö, ich komme hier hoch. Ich komme hier hoch, ja! Oh, ich habe einen Sauer gelandet. Alter. Guck mal, du Lappen, ich komme hoch, du nicht. Ich hätte ja auch keinen Anspruch. Leck mich, ja. Nee, danke. Deiner ist klein. Hat der Micha gesagt. Du hast kleine Eier, du bist ganz ruhig, ja? Ach, hast doch keine Ahnung. Natürlich habe ich Ahnung. Leider. So. Haben wir es jetzt. Die umfahren den Bus. Dann stellen wir einfach noch was davor, hier. Stell dich halt gerade auf die Straße. Und am besten, naja, nicht direkt vor den Tunnel, weil er muss ja auch noch runterkommen. Also, ja, da ist perfekt. Ja, du musst auf die andere Seite, ist ja klar, ne? Ja, nee, den stelle ich hier hin und auf der anderen Seite mache ich dann mit so ein bisschen ein paar LKWs und Autos und so. Ja, LKW wäre natürlich auch eine krasse Idee gewesen, aber, boah, jetzt U-Turn hier, Alter, in Slow Motion. So. Joa, du kannst da stehen bleiben, das ist perfekt. Nee, der kommt da nicht durch, die LKWs, die müssen erst fahren. Deshalb musst du hinten sperren. Natürlich kommt er da durch. Nein. Zack. Ja, die LKWs zerstören wir einfach. Die spawnen doch dann. Du musst aber die andere Seite sperren. Ja, das weiß ich doch. Ja. Gut. Fahr mal hier die Autos so ein bisschen zur Seite. So, hier so. Luca One meldet, betriebsbereit in Sandy Shores. Flugzeugstatus 100%. Sief, Digga, sief. So sauber habe ich noch nie einen Jet gelandet. Okay. Ey, ich würde sagen. Lol. Was denn? Der Penner hat mir den Bus gekloppt. Alter, das sieht aus wie bei The Walking Dead hier, ey. Und ja, wenn du aus dem Bus aussteigst, spawnt da drinne. Warte mal, ich muss mir gerade mal das Verhandlungslevel loswerden. Okay. Warte. Alter, flippt man nicht aus! What can I do for you? Hey, der klaut mir den Bus! Ich bin nicht ausgestiegen! Wahrscheinlich jemand, der denkt, dass du ihn angefahren hast. Lass dir mal das Verhandlungslevel entfernen. Lol, warum knallen die mich ab? Oh, Alter. Ja, dann komm wieder her. Wieso, Alter? Oh nein, ihr killt mich nicht. Himmel. Hey, which one of my skills is required? Give me a call back when simple decisions don't freak you out so much. Marvin, bist du da? Ja, ich stehe hier unten. Ja, dann hol dir ein Heli. Nö. Dann bleib da stehen, damit hier die Fahrzeuge nicht despawnen. Ich gehe auf die andere Seite. Aber Luca, das dürftest du eigentlich schaffen. Hier ist mega viel Platz drin. Ja, schön. Da werde ich gleich mit meiner Seitenbacher Jet kommen. Seitenbacher. Buschkalle. Oh. Fresse, Polizei. Scheiß, Cops.
Pass auf, weißt du, was du jetzt machst? Was denn? Regnet, kann das sein? Ja. Du machst auch noch schlechte Wetter. Die Straße dicht, ne, und alle Autos, die hier noch fahren, lass ich durch. Weil dann, sind die mit dem Tunnel. Das ist auch ganz gut. Fuck. Was mache ich, wenn ich so allein in Sandy Shores bin? Ah ja, ich habe eine Idee. Ich lutsch an meiner Banane und meine Banane an mir. Du bist so ein Spast. Ja, ist klar, wo spawn ich denn jetzt am Arsch der Welt, Alter? Bitch, please. Ach ja, der Krager 94, alias Dominik, der ist übrigens diese Folge nicht dabei, weil er... Weil er gay ist! Tun muss. Er ist nicht gay. Nicht? Nur weil er schwarz ist. Ich vertrete jetzt mal seine Meinung. Schwarz ist. Nur weil ich schwarz bin. Denk dran, er hört gerade zu. Oh. Na sowas. Wieso spawn ich verdammt... Na, ich frag einfach nicht. Ich frag, nein! Nein! Nein. Marvin? Ja, ja. Bei dir ist noch alles okay, oder? Ja, ich warte hier auf dich. Oh, lande doch, du Bitch! Der landet nicht. Hallo? Ach, verdammte Scheiße! Ja, dankeschön. Och, Gewitter. Wäre noch besser. Also, wir haben wieder mit kleinen technischen Schwierigkeiten hier zu kämpfen. Das ist ja, nichts Neues. Ha! Sag nur. So, jetzt rufe ich noch einmal Lester an. Hey, how can I help? Na, oder auch nicht. So, ich sehe, du hast die Straße abgesperrt. Nee, ich habe die wieder offen gemacht, weil du erst absperren sollst. Ja, nein, wir machen einfach eine Seite zu. Ja, dann kommt von der anderen Seite Autos. Ja, ist ja egal. Drüben zumachst. Risiko. Dann könnten wir einfach die Autos rausfahren lassen und rechts. Ey, ich würde gerne von der Brückenseite aus reinfahren. Ja, das wäre auch schlau. Ist egal, oder? Es ist, nee, Brückenseite fahre ich rein. Jetzt hast du wieder alle... Die Seite ist schon abgesperrt. Keine, weil Marvin es wieder aufgemacht hat. Ihr müsst beide Seiten zumachen. Nein, eigentlich nicht. Nur wenn ich hier hinten sterbe, dann spawne ich irgendwo am Arsch der Welt und das wird in 2 bis 3 Sekunden sein. Wenn wir nicht beide Seiten zumachen, kommen von der anderen Seite weiterhin Autos. Ja, wir brauchen mehr Spieler. Aber Dominik ist ja gay, so. Ja, sobald nämlich LKWs in den Tunnel sind, kommt er dann mit dem Jet. Oh, jetzt reicht's. Ist das denn so schwer, Henry? Ja, ich bin schon wieder tot. Einfach genügend Autos hinstellen. Ja, wenn ich die Cops verfolgen. Jedes Mal, wenn du in ein Auto einsteigst, flippen die Cops voll aus, Alter. Als ob es ihre Oma wäre. Ich gehe jetzt die andere Seite dicht machen. Als ob es einfach ihre Oma wäre, die da gerade irgendwie beklaut wird. Was ist falsch daran, Omas zu beklauen? Du machst jetzt die Seite dicht, wo wir gerade waren. You need, boss? Some wheels? I can bring them around. Ja, und jetzt stehe ich hier komplett ohne Auto da, Alter. Geh in den Mensch 300 mit. Ich möchte, dass sie an der Xbox Live Party beitreten. Himmel. Nee, mein Freund, ich habe keine Zeit. Himmel. Kann ich da hinlaufen? Das ist zwar scheiße, aber ja. Nee. Meriwether Security Consulting, how can I help?
Ihr Schwarz auf eure Schwanzlutscher. Ja, ich stehe hier mitten in der Pampa und kann nichts machen. Jetzt muss ich laufen. Nee, scheiß die Legs. Security or your personal security needs. Ja. Ruf Susi an. Ich weiß, wie wir das machen. Du weißt, wie wir das machen? Zwei Titans. Ja, das ginge. Da hat er gar nicht mal so unrecht. Passen da die Autos nicht drunter durch? Stimmt. Wollen wir den quer. Boah, Henry, willst du den gebremst kriegen auf der anderen Seite? Kein Problem. So. Ich glaube, wir haben's gleich. Wenn nicht, versucht es Luca einfach so. Dann kriegst du sogar 10 Euro, wenn du es schaffst. Weil es unwahrscheinlicher ist. Eigentlich müsstest du es ja so schaffen. Da Autos drin sind, explodiere ich. Nein. Du kannst ja oben fliegen. Also in der Höhe her vielleicht Platz, aber ich fliege lieber niedriger, weil bei den Höhen kann ich das nicht so gut einschätzen immer. Ich fliege auch lieber tiefer durch eine Brücke durch. Das hat schon seine Gründe, warum. Versuch's einfach, sonst versuch's ich. Das könnt ihr natürlich auch machen. Warte mal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ne, dann ist es unmöglich. So. Einfach mal. Alter, mach die Straße dicht. Nein. Das schaffst du eh nicht. Warte mal. Und schon hast du Cops. Einfach. Das hat noch nicht mal ein Cop gesehen. Naja, ist egal. Warte. Warte. Ich hab's gleich. Ich hab halt gleich wirklich aber die Straße zu. Titan. Mit einem Titan in Sandy Shores. Lol. Ja, fahr. Obwohl, das ist ein Flachflieger. Mach mal bei dir bitte nur die rechte Seite zu. Ich hab die ganze Straße schon zu. Ich hab die ganze Straße schon zu. Ja, aber du musst die linke Seite aufmachen, damit die Autos rausfahren können. Habt ihr jetzt zu, oder was? Ja. Ich komme. Luca Warren setzt an zum Start. Nein, Alter, jetzt kannst du doch nicht sterben. Die Straße ist zu. Sofern die Dinger nicht despawnen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Nee, das sieht noch zu aus da hinten. Ach, von der Brückenseite wollte ich reinfliegen, gell? Ja, die ist zu. Hast Luca du... Von überquert den, wie heißt das Ding? Alamo See. Die Autos, die spawnen im Tunnel, ne? Ich okay. Die spawnen da einfach und fahren weiter. Ach, das bringt das nichts. Also einmal YOLO. Deine Autos, ja, also es ist so gut wie zu. Das ermutigt mich ja. Es ist so gut wie zu. LKWs sehe ich eigentlich auch keine. Wo bin ich denn hier zur Hölle? Da ist gerade ein LKW gespawnt. Ja, das sehe ich jetzt auch. So, fliegst du rein? Ja, ich komme. Ich habe mich scheinbar ein bisschen verflogen. Lol. Das ist der Berg, dann muss ich hier lang. Klingt logisch. Hier geht's doch nach Los Santos. Alter, kannst du sie nicht einfach markieren? Markiere doch einfach den Highway. Lol. Ja. So, und jetzt noch den hier. Ja, ich war auf Kurs. Ja, ich sehe Forzancudo. Gut, dann siehst du mich auch. Carbon holt aus. Siehst du mich auch noch einpacken. Mikrofon muted. So, jetzt wird's spannend.
Hast du mich auf dem Schirm? Mikrofon aktiviert. Nein, noch nicht. Beeil dich, ja, ich flieg noch eine Schleife. Ich hab dich. Wo bist du, um Gottes Willen? Ich komme von der Brückenseite angeflogen. Ja, dann komm halt her. Alles klar. Ich drehe. Alter. Nein, du brichst hier nicht durch. So. So, jetzt beeil dich. Der Tunnel, der ist leer. Ich fange an, in Sinkflug zu gehen. Ich bin jetzt zwischen so zwei Hügeln, muss jetzt noch eine Rechtskurve fliegen, dann bin ich exakt auf dem Highway. Ich sollte jetzt gleich über den Berg hinter der Brücke drüber kommen. Jetzt geradeaus. Das sieht gut aus von der Karte. Ah ja, Fahrgestell soll ich draußen lassen. Alles klar, ich komme. Scheiße. Sief, Digga, sief. Am besten gar nicht erst Landefunktion benutzen. Alter, du hast direkt vorm Tunnel gesperrt. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sief. Nein. Sief. Nein. Das schaffst du. Das schaffst du mit meiner Schutzmütze. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Du bist ja gefahren, Alter. Ja, nur ein Stück. Ich bin draus. Alter. Komplett im Tunnel gefahren. Ja, das habe ich mich auch gesehen. Spaß. Ich bin oben an der Decke angedotzt, dann bin ich runtergekracht. Bist du gefahren, die ganze Zeit. Deswegen sieht mein Flugzeug aus. So aus. Scheiße. Ne, ich habe ja keinen Zehner gesetzt. Warte, ich probier's nochmal. Aber ich so gut kann. Alter, Alter, Alter. Bleibst du in der Luft? Hast du mich gesehen? Alter. Jetzt ist Bleib oben! Bleib oben! Ich glaub, der Jet ist kaputt. Ah, fast durch. Fast war ich durch. Aber ich bin wieder aufgetotzt mehrfach. Alter! Was für aggressive Autofahrer hier. Naja, wenn da so ein Jet in die Luft geht, würde ich auch ein bisschen aggressiv fahren. Aggressiv. Sie. Ah, du bist so ein Spast. Wir haben schon eine halbe Stunde vor jetzt wieder. Ach, ist das schön. So, das war's von unserem missglückten Jet-Experiment. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge GTA Online. Joa. Bis dahin, tschö mit Kipplastern und Cargo-Bobs, Alter. Sief.